Okay, bist du bereit? Ist auf klassisch, oder? Mhm. Okay, gut. Zeig's eh hier die Hand, okay. Hier kann ich jetzt einfach starten, oder? Ja. Perfekt. Wir sind sowieso erstmal in dem Menü hier. Das hier hatten wir gemacht, ne? Ja, das hatten wir gemacht, ja. Okay. Ja, genau, drei Nebenquests. Du erkennst daran, dass das hier noch so Funkelkacke hat. Ach so, und. Die funkeln, sind die, du noch nicht gemacht hast. Die gut bei mir funkeln. Die einfach nicht. Nur leuchten, sind die normalen. Warte mal, ich muss mal ganz unsere Spieler so machen. Nee. Okay. Machen wir zuerst das Hauptlevel, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Wir haben ja gesagt, wir gehen nach Reihenfolge durch. Zuerst Hauptlevel, dann das kleine Hauptlevel, ja. Hauptlevel, die beiden kleinen. Finde ich gut. Okay. Dann starten wir mal. Das absonderliche Buch hielt mehr als nur die Aufmerksamkeit der Helden gefangen. Es trug den Titel Die Chroniken des Wächters und enthielt die Erinnerungen eines großen Magiers, der vor langer Zeit gelebt hatte. Mhm. What? Alter, komm mal. Was? Siehst du gleich. Ist bei mir wieder, wie immer, erstmal kommt das, dann kommt keine Rückmeldung, dann gleich kann ich auf Starten klicken. Yay. Oh, hä? Ach, stimmt. Bist du alleine? Ich bin gar nicht da. Hä, wo bist du? Also, siehst du mich aber, oder? Ich seh dich, ja. Du bist die Diebin, ne? Ja, ich bin die Diebin, hier, hübs. Aber es sieht cool aus, ne? Okay. Aber stimmt ja, wir waren ja in dem Buch. Ja, ist cool. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Ich kann nämlich auch zur Seite nicht weglaufen. Kannst du irgendwas mit dem Baum da links machen? Nö. Zeichnung. Einfach nach vorne? Ja, da bin ich gerade hingelaufen. Ich glaube, einfach mal nach rechts rüber, warte. Okay. Wenn du gleich stirbst. Kamera geht nicht mit. Wahrscheinlich musst du irgendwie jetzt die beiden anderen noch irgendwie. Nee, okay, die sind da. Okay. Ach, schau mal hier, da ist auch eine Wand. Was zur Hölle? Versuch mal Krieger die Wand da. Ja, bei mir ging's immer. Einfach normal mit dem Schwert. Weil es sind ja theoretisch Buchseiten. Na. Fängt ja gut an. Es klappt nicht. What? Also ich schätze mal, dass das jetzt... So, da geht's auch nicht weiter. So, eigentlich ist das Spiel jetzt so vorbei. Das. Oh. Ja, gut. Ich habe The Chronicles of the Guardian, ja. Toll. Und nee, das. Nee. Es sieht zwar cool aus, aber. Sieht cool aus, aber was soll man hier machen? Sollen wir das Level mal irgendwie neu starten? Weil irgendwie glaube ich nicht, dass es das so sein soll. Okay, ja. Ja, wo bin ich hin? Du hast einen Tod. Yay. Yeah. In diesem komischen Level. Wo war ich auch, Alter? Das ist schön. Vor allem, weißt du, so 150 Tridingers in dem Level, aber. Du kommst ja nicht aus diesem Screen. Ja, hier ist auch eine Wand, dass du nicht wegkommst. Ja, start mal neu. Ja. Ja, da mal exit.
Oh, jetzt hat das ganze Spiel ausgemacht. Egal, muss ich neu starten. Cool. Gut, jetzt, dann weißt du ja, welches Passwort du jetzt nehmen kannst. So ein richtiges Wort. Ja, welches war es nochmal? Du bist. Schande. Ja, ich hab ein anderes genommen. Okay, was denn? Der Channel-Name. Ach so. Ich hab mich gerade total vertan. Ja, genau. Halt rein? Was ist los? Oh, ich hab versehentlich das Spiel gestartet. Moment. Wann ist der immer noch gehen? Ja, aber. Ja, es wird irgendwie. Du hast rein eingegeben, oder? Rein. Ach so, jetzt. Ach, Groß- und Kleintrimmung mit berücksichtigt, ja. Toll. Toll. Schreibst du das T auch groß? Wie kann ich nur? Ja, warte mal. Na, okay, also probieren wir es nochmal. Ja, was? Was? Was ist für ein Menü? Das absonderliche Buch hielt mehr als nur die Aufmerksamkeit der Helden gefangen. Es trug den Titel Die Chroniken des Wächters und enthielt die Erinnerungen eines in der Tat eine ungewöhnliche Methode. Ja, also war es einfach irgendwie verpackt. Okay. Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, wir müssen hier aber nach rechts laufen, oder? Nee, ich glaube, wir müssen. Geht auch nicht. Ah, doch. Wir mussten aber nach rechts laufen. Dann blättert es um. Dann war es vorhin verbuggt. Aber es sieht cool aus, Alter. Mit dem Text hinten. Lies mal. Amadeus, Pontius und Soja. Könnt ihr mich hören? Woher weißt du unsere Namen? Wir haben so viele Abenteuer zusammen erlebt. Ich bin Trine. Trine? Fräulein Trine? Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Ich bin ein Geist, wie Sarek. Ich bin körperlos. Aber da wir nun alle hier vereint sind, lasst uns reden. Gehen wir weiter. Die Sache wird immer unheimlicher. Wir tun besser, was sie sagt, wenn wir aus diesem Buch rauskommen wollen. Warte mal, das kann nur einer machen, du. Nein, warte. Ein Bastard, Alter. Du weißt, ich kann die nicht kaputt machen. Und ich kann die, wenn du dran hängst, auch nicht bewegen. Ja, dann hängen wir jetzt wohl hier. Ja, so ist das wohl. Heb die mal hoch. Warte. Hey. Schreinlinge. Warum bist du gesprungen? Weil da oben ein Schreinengel war. Du bist mich gerade aufgesammelt. Hast du nicht? Doch. Hä? Ich habe ein Videobeweis. Bei mir war es noch da. Nee, es ist nicht verbuggt. Hans. Oh. Woo. Ha, jetzt stirbst du. Ich davor werde ich so Magier. Das zählt. Ja. Und ich komme auch nicht wieder zurück. Oder? Komme ich irgendwie wieder zurück? Oh! Wie bin ich jetzt gestorben? Du bist runtergefallen. Achso, ich habe Linksklick gedrückt gehabt, persönlich. Dann habe ich das Seil losgelassen. Weißt du, also den Magier konnte ich jetzt wiederbeleben. Ich weiß ja nicht, wo. Du bist wahrscheinlich da hinten irgendwo. Mhm, gehe ich mal von aus. Okay, bist du jetzt bei mir oder? Nein, ich bin da hinten wieder. Achso. Ja, gut, das ist praktisch. Ich dachte gerade schon. Willst du zum Magier werden, das Ding irgendwie wegziehen? Du weißt, ich kann das nicht bewegen. Ich kann das vielleicht nur so. Nee, doch nicht.
Problem ist, ich komme da auch nicht wieder. Warte. Okay, ich dachte, tolles 3D, tolles 3D. Aber ich kann es nach hinten an die Wand, jetzt ist es auf einer Ebene, aber. Nein, jetzt komme ich nicht wieder zurück für dich. Vergiss es. Du weißt aber, das würde dann auch zerfallen, wenn du. Ich bin mir nicht ganz. Oh. Ah. Ja, danke, das macht Sinn. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie das gehen soll. Moment mal, warum greifen uns diese Kreaturen an? Dieses Blut wird immer ungemütlicher. Wir schaffen das schon. Ich habe keine Angst, ihr Monster. Okay. Unseren Gegenspieler getroffen habt, da habt ihr nur seinen Geist gesehen. Er lebte vor 1000 Jahren. Damals war er auf der Höhe seiner Macht. Sarek hatte einen unstillbaren Durst nach Macht und Magie. Weil, spring mal mit dem Krieger hier so drauf, dass es federt. Unsterblich zu sein. Doch das. Er war unverschämt und verrückt und wurde zu einer Bedrohung allen Lebens in den Königreichen, denn niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Und jetzt will dieser allmächtige, wahnsinnige Zauberer uns drei tot sehen? Ich mache mir da keine Sorgen. Trine ist noch immer auf unserer Seite. Ich weiß es nicht hin, Alter. Tja, aber sie ist auch über die ganze Welt verteilt. Nein, warum? Wie kann ich da runterfallen? Aber ich hab's bekommen. Ja, ja, ganz toll. Gut, das war's schon wert. Worth it. Weißt aber trotz. Ich bin gerade dreimal an der Kackstelle da gestorben. Wurde wo. Achso, ich dachte gerade, hey, komm, ein Gegner. Was kann ich damit machen? Warte. Ah. Ah. Ich verstehe. Was? Das ist die Steuerung von dem neuen Spiel. Das geht nicht. Fuck this shit. Du musst deins runterdrücken, wenn ich auf. Du hast du mich gerade geblockt? Ich hab grad, ey, ich bin nur da gestanden. Du kannst mich ja gar nicht blocken. Dann war da, weil da war irgendwas, wo ich gegengesprungen bin hier. Das sah auf jeden Fall irgendwie komisch aus. Es sah wirklich so aus, als ob es irgendwie so eine Wand da wäre. Was ist, heb mal, drück mal deins runter. Warte kurz. So, dass ich auf das da andere da dran hochkomme. Ja, so nicht. Ja. Du musst deins jetzt. Der ist ja. Oh, wow. Drück dich selber runter. Okay, und jetzt drück dich wieder hoch. Oder runter. Nee, das war zu weit. Ich muss ja. Na. Warte kurz. Ich glaub an dich. Ach, wenn das dagegen prallt, dann. Ach, wenn es dich dann berührt. Ich komm da gar nicht ran. Wow. Ah, ich verstehe. Das zählt sogar, dass ich dich. Warte mal. Ich hab. Okay, du musst auf das da oben und dann dich auf eine Kiste draufstellen. Und ich muss da unten hängen. Ich glaub, so funktioniert das. Ja, warte mal, das. Warum hast du jetzt die Kiste weggemacht? Jetzt drück mal meine Plattform runter. Dann bleib ich einfach nur als Gegengewicht drauf. Das zählt als dein Tod, du Bastard. Mein Tod. Ich meine, was du mir gesagt hast. Willst du vielleicht der Magier sein? Das heißt, ich hänge mich jetzt einfach hier unten dran. Dann kannst du mich nicht mehr umbringen. Also ich bin oben. Ja, das war auch nicht so schwer, da hochzukommen. Ja, jetzt zum Triangle, ne?
Das ist doch nicht wahr. Hä, wie kommt man da dran? Eine Idee wäre eben, wenn du mit einer Kiste versuchst zu springen und gleich wieder zu springen, aber dann könnte man sterben. Warte mal. Ja. Drück mal das, Ja. Okay, lass mich stellen, jetzt gib mir mal... Machen wir hier eine Kiste hin. Gib mir mal einen Krieger. Ja. Ja, okay. Okay, hab's. Falsche. Ach. Skiller. Nein. Es sah echt skillermäßig aus. Lauf weiter. Lauf einfach weiter. Ich will da nicht nochmal hochgehen. Wow, wow. Genau. Gar nicht close. Bitte sag mal, dass es richtig rum ist. Nee, du musst auf die andere Seite genau kommen. Shit. Werd mal zur Diebin und dann häng dich einfach. Warte. Geht da nicht hoch, das blockiert. Hä, hey, dann ist es andersrum. Es blockiert immer so, du sagst, du musst auf die andere Seite drauf kommen. Es ist. Nee, warte, geh, werde nochmal zum Achten, warte schon mal. Dann mach einfach mal eine Box. Achtung. Du hast vergessen, dass die Boxen. So, jetzt geh raus, also geh auf die linke Seite. Auf der linken bin ich. Ja, nein, geh auf die, weg von der Plattform, auf die linke Seite rüber. Jetzt geh auf die Plattform drauf. Ah. Verstehe ich nicht. Wieso glaube ich dir das auch noch, dass du es nicht verstehst? Ich dachte gerade, die Teile würden runterfallen. Warte mal. Oh! Ich glaube, da spricht man vom seidenen Faden. Wie funktioniert das? Wie sterbe ich so direkt, wenn die sie auf mich spawnen oder was? Nein, du bist daneben gesprungen, du hast die Plattform nicht getroffen hier. Okay, gut, dass ich das auch nicht mehr sehe. Ach, das müssen wir dir auch herziehen. Ah. Cool. Hä? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen hochgebackt. Dezent, ja? Ich bin so voll im Walljump. Oh. Geht das auch da? Ich sehe die ganze Zeit nur so ein Seil hochfliegen. Versuch die Plattform höher zu ziehen. Ja, dann komm jetzt hoch. Ich bin mehrmals gegengesprungen. Ich kann aber dann nicht mehr was gegen schwimmen. Dachte ich mir. Wow! Siehst du das? Was? Bin mir nicht sicher, ob hier alles so gerade mit rechten Dingen zugeht in dem Level. Dein Buch, weißt du? Ach. Und Bücher haben jetzt eine andere Regeln, oder? Ja. Aha. Ich dachte gerade, da unten. Achso. Komm hier nicht mehr rauf. Komm hier nicht mehr rauf. Machst du mal die Dinger hier kaputt? Die Treppen. Nein, diese Holzkisten. Jo. Danke. Achso. Ich verstehe dein Problem.
Blöde Wand. Warte. Warte. Geh mal kurz runter. Rechts, nee. Nach rechts. Okay, warte. Hey, warte mal, geh mal ein bisschen. Ich kann die zum Walljump benutzen. Okay, das ist cool, dass sie nicht runterfällt, wenn man nur Walljumps macht. Also sie fällt runter, aber die Zeit reicht, um zu überleben. Das ist schön. Finde ich schön, dass es keine Toughness-Gaming ist. Aha. Warte, das ist ein Shrine-Engel. Auf beiden Seiten. Verschieb ihn mal nach rechts. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Doch, geht noch. Ja. Okay. Hast du sie? Ja. Ist das Sarek? Vielleicht haben ihn die letzten Jahre etwas sanfter gemacht. Oh! Wie kommen wir da hoch? Alter! Ich will mir Sorgen machen, nicht zu sterben! Also so auf jeden Fall nicht, okay, das wissen wir dann schon mal. Ja. Warte, kann ich hier ablenken? Ich kann hier gar nicht mehr nach oben mit dem Schild. Okay, ich dachte, man kann da irgendwie Walljumpen oder sonst irgendwas machen, aber nein, es geht nicht. Aber ey, ich kann die Teile blocken. Also ne, ich verschaffe uns gerade Bedenkzeit. Okay. Warte, kann der Magier vielleicht irgendwie... Ich hab's rausgefunden. Ich hab's gesehen. Ich habe mich dafür geopfert. Es war ein heldenhafter Tod. Aber immer noch ein Tod. Halt die Fresse. Hust, der schön, ne? Ja, ist schön. Hör mal. Ah ne, da geht's nicht mehr hoch. Okay, wie kommen wir denn da ran? Schätze mal damit. Was? Backt das bei dir gerade auch so rum? Nein, das soll fliegen. Nee, bei mir war das gerade ganz anders. Okay, weißt du, beweg dich mal so in das hier in das Triangle. Nee, einer muss unten laufen, damit es in das Triangle da unten wandert. Hä, warte. Geh mal nach unten. Ach so. Jetzt lockt es zu dem, nach links. Genau, weiter. Okay. Ist da noch irgendwas? Wo ich oben bin. Naja, okay, das war's. Wahrscheinlich muss das rechts auch kaputt machen, oder? Ach, ist das ein Bosskampf? Kann sein. Ich glaube, wir müssen den diese Wand hier kaputt machen lassen. Ach, da oben ist auch noch ein Triangle. Ach, aber da können wir so hin. Oh. Jupp, hier geht's weiter. What the fuck, das buggt bei mir. Bei mir hat's am Anfang so gebuggt, dass der Kopf irgendwie so die ganze Zeit überall flackert. Wow! Just as planned. Ich hab keinen Schaden bekommen. Wollte ich dir mal so anmerken. Ja, das ist erstaunlich. Okay. What the fuck, warte. Sollen wir da hin?
Das ist hier. Ne, warte mal, nach rechts ist doch immer die nächste Seite, ne? Also, theoretisch? Ah, ja. Ja, war besser. Oh, wir hätten sowieso das machen. Okay. Okay, dann fühlt man sich jetzt plötzlich doch nicht mehr special. Wir dachten, wir wären cool und hätten was entdeckt und... Wir sind auch... Die Dinger schießen meine Seile durch. What the fuck? Geht das so? Warum hast du so viele Seile da? Tentacle Porn. Nee, danach sieht's aus. Nee, ist es bei dir auch so aus? Ja, ja. Kannst du dieses mit der Kiste da schieben? Das die Teile? Ja. Nee. Aber ich kann die normal verschieben, oder? Achso, dann heb mich mal da an das da ran. Du musst halt springen. Das da oben. Ja, das da oben erstmal. Aber geht halt. Achso, so machst du. Bei mir ist das aber schon eingesammelt. Bei mir nicht. Sehr interessant. Alter, diese Zeile. What the fuck? Das ist Tentacle. Niemand konnte Sarek bezwingen. Er hatte sein Herz verzaubert, auf das es ewig schlagen sollte. Dann müssen wir ihm eben ein Schwert durchs Herz stoßen. Das ist leichter gesagt als getan, denn Sarek hat sein Herz versteckt. Er hat es sogar so gut versteckt, dass es 1000 Helden in 1000 Jahren nicht finden konnten. Klingt nach der kniffligsten Schatzsuche der Welt. So in der Art. Aber ich denke eher nicht, dass es ein Herz aus Gold ist. Geld. Wie so alles ruhig ist und plötzlich kommst du dann mit deinen Seiltentakeln. Wir müssen die Boxen. Geh mal ganz links da hoch. Geh mal von der Kiste runter. Sollen wir nicht runterspringen? Hä? Ah. Das funktioniert aber nicht, warte mal. Weil das in der Mitte kann ich nicht ranbinden. Kannst du es nicht runterwerfen? Nein, kann ich nicht. Was wollen die eigentlich alle gerade? Keine Ahnung. Krieg dich Seil. Ist gerade jemand da? Nee. Ja. Hast du gerade das Ding wieder durchgeschlagen? Nein, ich hab gar nicht geschlagen. Hält das? Es reicht vielleicht, wenn nur einer durchgeht. Nein, da geht's, ist die Seite nicht zu Ende. Mach's nochmal auf. Ja, warte kurz. Dazu muss ich kurz hier. Muss ich kurz. Warte kurz, ich bin. Kurz 2 Minuten weg. Bin gleich wieder da.
Vielleicht löst du das Rätsel in der Zeit. Das heißt lösen, das ist ja nicht so schwer. Ja gut. Ja, bin gleich da. Ja, bis gleich. So, aber ich weiß doch was. Ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil du noch da drauf stehst und es ist wieder durchgegangen. Ja toll, wenn ich da drauf klicke auf das Spiel, dass es weitergeht. Offensichtlich will das, ne? Sag mal. Aber ich kann es nur an der Seite anhören, okay. Kann ich das? Nee, ich kann es nicht aufhalten, okay. Fick dich. Hier in Fall 1 und 2 wäre das hier voll einfach gewesen. Ja. Die Seile, schau mal. Ne? Aber warte, mach das mal bei dem ganz links, weil ich glaube, das rechts, das da kann ich sogar schnell genug noch durchgehen, weil bei dem ganz links ging das vorher nicht. Kannst du mal für die Kiste zu verschieben? Ja, nee, aber du musst es ja so lösen können, ansonsten könntest du alleine die Tür doch nicht aufmachen. Ja, stimmt, du musst das alleine schaffen können. Ja, schau, das Seil wird auf einmal länger, wenn ich das hier dran mache. Ja. Selbst wenn du das ja vor kurz gemacht hast? Ja, schau, ich zieh das jetzt runter. Mhm. Ja, aber das ist... So, ich bin direkt an der Kiste, ne? Oh, jetzt ist es nicht länger geworden, geil. Arsch, Mann. Das weiß ich, mach's jetzt so. Ich zieh das Seil einfach so mit runter. Fick dich. Das ist eine gute Lösung.